No more heroes. Desperate struggle. Once a godforsaken city where the bodies of angels littered the streets, much has changed in Santa Destroy. Giant corporations, rampant city development, the assassin's underworld has become a commodity, a chance for profit and entertainment for the masses. But shadows from the wilder days still linger. Travis, a man who slashed his way to the top, then walked away, has become an urban legend many even doubt was real. Here, the strong devour the weak, the weak kneel before the strong, and those who wield true power watch and count their gold. And in this mass-produced savagery, one truth is constant. With each shattered life, the same vow is uttered: I will have revenge. And no assassin can ever walk away from that. He must draw his beam and stand against the madness. This is Travis Touchdown's Desperate Struggle. Hold it, you violence-loving bastard. Before you start your desperate struggling, you should drop a nice save. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar zu Let's Play No More Heroes 2 Desperate Struggle. Ich bin es, euer MCMafix, und wir widmen uns nun zusammen diesem Spiel. Ja, Leute, der Nachfolger von No More Heroes 1, den wir vor einigen Jahren inzwischen doch gespielt haben, ist nun hier offiziell da und ich bin voll heiß darauf, dieses Spiel zu spielen. Ja, in No More Heroes 1 haben wir als Travis Touchdown alle Assassinen und Mörder und Verrückte ausgestaltet in Santa Destroy. Sind an die Spitze gegangen, haben dann unsere Schwester getötet, die ihre ganze Motivation in zwei, drei Sätzen erklärt hat, die aber vorgespult wurden. Und dann auf einmal kam unser Halbbruder Henry in einem Ultra-Badass-Kampf und dann sind beide am Ende so Rocky IV Standbild Finale aufeinander gehüpft und haben sich dann gegenseitig geclasht. Das hört sich merkwürdig an und es war auch merkwürdig. No More Heroes ist ernsthaft eines der merkwürdigsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich habe viel merkwürdigen Krampf gespielt, aber das ist wirklich die Spitze. Anders kann man das gar nicht sagen, glaube ich. No More Heroes ist eines der verrücktesten, wahnsinnigsten Spiele und No More Heroes 2 setzt sich ja an diesen Wahn an. Wir spielen Travis Touchdown. Das Spiel ist aus dem Jahre 2010. Und es wird ja ganz lange schon hier davon geredet, dass ein neues Spiel kommt. Und jetzt, wo die Switch rauskommt, ist die Hoffnung wieder groß, dass der gute, der auch wahnsinnig ist, der Suda51, endlich No More Heroes 3 macht. Der im Endeffekt so viele strange Spiele schon gemacht hat mit Killer 7, Lollipop Chainsaw, wie es auch immer alles heißt. Ich denke, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir ein No More Heroes 3 sehen würden. Aber jetzt müssen wir erstmal Travis Touchdowns Abenteuer weitermachen. Das Spiel ist blind. Es ist schon einige Zeit her, dass ich No More Heroes 1 gespielt habe. Wir spielen hier die Wii-Version auf der Wii U. Und nun würde ich sagen, ohne noch viel zu schwafeln, starten wir mit No More Heroes 2. Das würde ich sagen, unsere Rückkehr an die Spitze. I'll never forget.
That night, for the first time in 120 years, snow fell on Santa Destroy. It was a sign. Another change, both beautiful and deadly, was coming. It's called fashionably late, fuckface. Travis Touchdown. This place bring back any memories? It's only where my last killing spree started. All those screwed up ranking fights. Now why would I remember that? It'll be your blood this time, when I avenge my brother! Draw! Brother? Who? Don't you remember the man you fought here? No. Can't say I do. Guess he didn't make an impression. Must have been crazy weak. You insensitive prick! You killed him and you don't even remember! You know how humiliating that is? Sorry. I don't keep a death diary. And in case you're wondering, I'm even stronger now. You will lose! You've got no chance of winning this! You're something else. I haven't been so worked up in ages. When you see your bro in hell, tell him he's still a douche! Travis, du bist der unsympathischste Mensch, den es gibt. So, okay. Hoher Schlag, tiefer Schlag. Okay. Hoher Schlag, tiefer Schlag. So. Geht schon los? Geht schon los? Okay. B, hoher Stoß, tiefer Stoß. Okay, Leute. Kurze, gängige Steuerung. Ich spiele hier nämlich mit den wunderschönen Pads hier und nicht mit dem Gamepad. Ist ja langweilig. Z ein bisschen blocken. Okay. So, da sehen wir seinen schönen Lebensbalken und dann würde ich sagen, geht's los, oder? Bam! Tut mir leid, es tut mir echt leid, dass ich deinen Bruder getötet habe, aber ey, Leute, Mann, ich habe in meinem Leben schon so viel getötet. Langsam verliert man da den Überblick. So. Oh. Warte, das müssen wir anders machen, so. Kannst du auch wieder hoch? Ah. Wie sieht's aus mit meiner Wiener eigentlich hier? Beim Rennen im Wieschlag. Wow. Oh, cool. Aber eigentlich will ich den da machen, genau. Oh. Ja, ja. Der ist natürlich geil. Schönes Tutorial. Mach mich nicht kaputt, Mann. So. Eins Beamkadran aufladen. So, wer sieht unser kleines Würstchen da oben, was irgendwie verdächtig wie ein Penis aussieht. Das sieht nicht so gut aus, so. Button-Mashing, okay. Leute, Mann. Was ist jetzt? Achso, ich verteidige. Ah! So, und jetzt geht's schon viel besser. So. B-Wrestling-Move beim benommenen Gegner. Sick! Schöner Uppercut, Mann. Thank you.
Hello? What would you like me to do? So, it's you again. I know, because you never say a word. It reminds me of the ocean. Your calm breaths. Like the faint sound of waves. You know, I used to love the beach. So what should I tell you this time? Oh, it was snowing today. It's strange what triggers our memories. I'll never forget. That night, for the first time in 120 years, snow fell on Santa Destroy. It was a sign. Another change, both beautiful and deadly, was coming. Blanketed in white, the city never looked so beautiful. But anything so pristine must be cursed. White turned to red, and he lost his mind. Okay, Leute, Round Number 2. Ich denke, jetzt geht's richtig. As an assassin, and still a hygiene-impaired slob, I see. Sylvia? Is that it? You gotta be kidding. I haven't seen you in 3 years, and that's the welcome I get? How about you fill us in on everything that's happened since the last game? We're not gonna be satisfied until you do, right? Oh, give me a break. There are people starting from the sequel who don't care about continuity, you know. Besides, it would take forever if I recapped every detail of your fall from greatness. Players would skip it. It's so boring. Well, I guess you got a point there. Sometimes you have to look at things from different angles. Now, may I? This man was the 51st ranked assassin. Since you've killed him, that officially makes you 51st. And that means you are qualified to fight in the ranking battles again. So, how about it? If you're a real man, you'll do anything to climb back on top. Because trust me, the view is still very satisfying. Hold on. Why would I have to start from rank 51 this time? More competition. The last game's success made assassination trendy. Yeah, but I already fought my way to number one before.
Shouldn't I get a special fast track to the title fight? No, but you will get a special prize. Shut up! You can't bribe me this time. I've already tasted those goods. But just a taste. This time, you'll get the 5-course meal. 5-course? Wait, I don't get what that means. Did you know I am a yoga master? You don't say. Are you familiar with any yoga positions? Like, downward dog? The dog can do all sorts of things. So can the cobra, the rabbit. Cobra? Rabbit? Like, together? Oh, hold on. Oh, yeah! I'm in it to win, baby. Number one, here I come! Hey! We're not done yet. I've got a message for you. Oh my, he's still alive. Pain in my ass. Why aren't you dead yet? Such blind arrogance. Like the naked emperor. Seriously? I cut off your head? Travis! You are the loser. This fight was only part of our plan. Our plan? I said I'd avenge you killing my brother, didn't I? Well, who's been a brother to you? What? Travis. Don't think you can kill without suffering consequences. To kill someone is not simply to end their life. One must risk their entire being in order to destroy another's. Up until now, you've had it easy. I've taken the curse you gave me, the shackles of revenge, and I'm throwing them back on you. Now it's your turn to be burdened with another's death. It has destroyed me, and it will destroy you too. This is the ultimate vengeance! Irushamase. I was just, doing inventory. Help you find something? Nah. We're just here to collect. Travis? Und damit haben wir die Nummer 51 besiegt. Oh nein, Leute. Oh Leute, die Rangliste ist großartig. Und gleichzeitig wurde hier ein Mord angebracht. Ich dachte, jetzt töten sie irgendwie unseren Bruder Henry oder irgendwie so. Aber in Wahrheit haben sie den Hüter hier unserer besonderen Videoschätze getötet. Und dieses Verbrechen muss gesühnt werden. Bevor wir jetzt aber weitermachen und beim nächsten Mal dann hier versuchen, die Rache durchzuführen, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit No More Heroes 2. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.